Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute den Gesundheitstakt Rheinland-Pfalz vorstellen. Was ist das? Der Landesregierung geht es darum, die medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz wohnortnah zu sichern. Und zwar unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben. Dafür setze ich mich als Gesundheitsministerin mit aller Kraft ein. Es geht darum, neue Ideen zu entwickeln der stärkeren Vernetzung von ambulanter und stationärer Versorgung. Es geht um neue Behandlungskonzepte und es geht um bessere Kooperation. Mit solchen Ansätzen bringen wir Gesundheit und Pflege auf Zukunftskurs. Und so werde ich in den nächsten Wochen und Monaten vor Ort verschiedene zukunftsweisende Projekte und Veranstaltungen besuchen, wo die gesamte Bandbreite der Thematik deutlich wird, ob es um den Bereich der Telemedizin geht oder neue Formen der Ausbildung oder Präventionsangebote. Seien Sie auch dabei, wenn der Gesundheitstakt Rheinland-Pfalz startet und bleiben Sie unter dem Hashtag Gesundheitstakt RLP immer auf dem Laufenden.